So Leute, ein Hallo und ein herzlich Willkommen zurück zu My Sims nach knapp 3 Jahren. Ja, ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet und die Leute wollten unbedingt, dass dieses Spiel weitergeht. Also werden wir dieses Spiel auch weiterführen. Wir haben vor 3 Jahren dieses Projekt mal gestartet als Let's Replay, weil ich dachte von wegen, yo, die Leute wollen es irgendwie sehen. Und irgendwann ist mir stark die Lust danach vergangen. Wahrscheinlich, weil ich immer hier sehr viel umbauen muss, um dieses Projekt zu starten. Aber ich werde jetzt Aufnahmesessions machen. Nicht so wie damals. Ich glaube, damals habe ich irgendwas anderes gemacht. Nicht Aufnahmesession-mäßig, sondern halt wirklich was anderes. Und ja. Jedenfalls geht's weiter. Ich werde natürlich gucken, dass ich es regelmäßig halte. Und die Aufnahmesessions werden so an die 3-4 Parts immer gehen, weil, ja, ich muss eine halbe Stunde umbauen, Leute, hier. Das ist nicht einfach so gemacht. Das Spiel hier läuft über einen Laptop, nicht über den PC, weil PC einfach zu modern dafür ist. Ich weiß nicht, warum. Ich will das Spiel mal starten und dann meckert das Spiel rum von wegen Labilub, ne? Kann nicht eingehalten werden. Viel zu modern und allem drum und dran. So, jedenfalls, ist das über die Renderhure hier am Laufen. Renderhure ist mein Laptop, weil ich dort die ganzen Videos schneide. Und ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe zuletzt. Was wird uns erwarten? Und werde ich mit der Steuerung klarkommen? Und sonstiges. Also, klar. Ne, WASD. Und kleine Ruckler. Aber echt kleine Ruckler. Und irgendwie... Alter, was ist los? Was ist los? Ich werde schneller. Ist das normal gewesen? Nein, 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 ich bin schnell. Okay, wir müssen uns erstmal natürlich wieder an das Spiel gewöhnen. Ja, das Spiel muss selber aber gerade wieder reinkommen. Ihr seht, das Spiel läuft gerade nicht unbedingt sehr flüssig, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal kurz. Und aus irgendeinem Grund bin ich schnell. Alter, warum bin ich so schnell? Ja, ihr seht, WASD-Steuerung. Kann man vielleicht gut erkennen. Ja, keine Pfeiltasten. Geht Pfeiltaste eigentlich? Ja, oh, Pfeiltasten. Wir können auch mit Pfeiltasten spielen. Wow, nein, in der heutigen Zeit spielt niemand mehr Pfeiltasten. So, Kamera. Oh, ich kann sogar so laufen. Okay. Werde ich, glaube ich, nicht unbedingt machen, weil... Ja, die Maus hat einen gewissen Delay. Muss ich erst einmal kurz erwähnen. So, Kamera drehen. Kamera mit mittlerem Mausrad. Okay, das ist interessant. Ich habe übrigens hier nicht meine teure, gute Maus angeschlossen am Laptop. Hätte ich vielleicht machen können, aber dann müsste ich die, glaube ich, erst installieren. Sondern ich habe eine billige... Ja, Renderhuren-Maus dran. Das ist eine ganz billige Maus, die habe ich für 5er irgendwo mal geholt. Das ist gut, ne? Ich bin hier voll im Flow. Ich muss mich einfach umgucken. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin vor 3 Jahren. Ich stand... Hallo, kleiner Mensch. Ist 3 Jahre her. Was waren unsere Aufgaben? Einmal für Victor Vector, einmal für Roxy Clean. Was sollen wir machen? Victor Vector sagte so, jo, kennst du schon das neue Spiel Flugzeug gegen Auge? Das ist so cool. Ja, Flugzeug gegen Auge, richtiges Arcade-Game. Erinnern wir uns an Neptunia-Shooter, was erst in Kürze rauskommt. Da können wir uns nicht dran erinnern. Also, ne? Dich werde ich mir holen. Ich bin Neptunia-Fan. So, also, ein Arcade-Game. Und da schließt er das komplett. Okay, ich dachte, ich schließe nur die Aufgabe damit. Abbrechen. Ich will die Aufgabe nicht abbrechen. Ich hoffe, es ist nicht abbrechen. Hallo, ich brauche einen Kühlschrank. Dafür brauchst du diese Lebkuchendinger. Und Lebkuchen kriegen wir erst im Wald. Glücklich sein, Lebkuchen. Und eine... Kühltruhe. Ja, ist natürlich voll verständlich. Okay, dann machen wir uns mal auf die Jagd nach den Essenzen. Ich könnte ja eigentlich mal kurz... Alright. Wie sieht meine Pizzeria aus? Weswegen... Ne, Moment, das ist derselbe Farbton, das ist nur mehr schattiger. Aber ich habe mir Mühe mit den Häusern gegeben. Wow. Vergangenheitsmaser, du bist ein Genie. Dort würde ich gerne essen gehen. Stadt, verschwende den Strom nicht. Ja, okay, reden wir nochmal darüber, dass ich sehr kreativ mit den Häusern bin. Was soll das darstellen? Okay, es ist nicht unkreativ für einen Eisdealer, aber hey. Wohnt hier noch irgendwo jemand? Oh, die Disco. Ja, Mann! Schnapp dir den Beat! Wo ist Victor eigentlich? Victor! Wo habe ich Victor platziert? Oh, Sir Theodosius war ja auch noch da! Aber wo... War das die Karte? Das war die Karte. Da ist der Bahnhof. Den müssen wir später auch noch besuchen. Das war ja dieses, was ich... Das ist Club Sandy. Ach, hier unten ist die Spielhalle. Victor, spaßige Spielhalle. Okay, wir sind eh jetzt gerade hier um die Ecke. Wait, andere Richtung. Mach den Turbo an. Los! Was ist das? Warum? Weißt du, okay, hier müsste ich noch aufsägen. Habe ich nicht gemacht.
Wir nutzen erstmal die. Wir gehen erstmal hier rein. Ich hätte vielleicht auch nachgucken können, ob ich schon alle. Das lädt aber interessant. Und so flüssiger geht's wieder runter. Können wir mal kurz kacken. Hab ich? Guck, kacken. Ja, wir können. Interessant. Wir haben doch schon 24 Videospiele. Warum bin ich jetzt hier rein? Okay. Das habe ich nicht gemacht. Okay, wir müssen schnell mal erwähnen. Ich habe, wie gesagt, vor 3 Jahren das letzte Mal gespielt. Ich muss natürlich erstmal wieder reinkommen in allem drum und dran, ja? Vor allem, ihr müsstet mal sehen. Ich habe ja keine Facecam an. Ich werde auch nie eine Facecam anmachen. Da braucht ihr keine Hoffnung haben. Ich werde mein Gesicht niemals revealen. Oder so. Es gibt ein Profilbild von mir. Das ist eine Person aus dem Internet. Das ist die einzige Person, die weiß, wie ich aussehe. Also in meinem Freundeskreis halt, ne? Der TK, also die wissen natürlich auch, wie ich aussehe. Aber von, ich glaube, der TK, der Akano weiß das. Ich glaube, der endet das schon. Ich glaube, der Kuro weiß das nicht. Der Dino weiß das nicht. Die Helena könnte es noch wissen, die Schukidoki. Und das war's. Und halt natürlich die damals das Bild gemacht hat, weil ich ein cooles, yo, setz den Panda Hero an mich dran. Ja, ist mein OC, da muss dran gesetzt werden. So, diese komischen kleinen japanischen Figuren hier. Und wir sammeln jetzt Lebkuchen. Wie ging das nochmal? Graben. So ging das. Soll ich mal was verraten? Meine größte Sorge vorhin war, dass man meine Maus, wenn ich die so übers Dings halte, dass man die hört. Das war meine größte Sorge. Dass man die irgendwie hört in dem Mikrofon. Aber ich glaube, meine Stimme ist da schlimmer. Was haben wir denn hier? Kuchen! Hey! So viel zu der Diät. Ja. Bei der ich ja gerade fleißig dabei bin. Ja. Ich hab ein großes Problem gehabt. Ich habe immer wieder gefressen. Schokokuchen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, von wegen, weil ich ja, was ist das? Bacon. Weil ich ja ziemlich, teuer war, auch gleichzeitig. Das war so eine Nebensache halt, ne? Aber, weil halt das alles halt Geld kostet und so, habe ich mir gedacht von wegen, yo, wie machst du denn eine Diät, dass du mal halt einfach weniger isst, weniger ausgibst einfach. Ja, und das funktioniert gerade sehr gut. Ich habe Hunger. Ich habe sehr viel Hunger gerade. Aber ich glaube, das ist einfach eine Sache von Zeit. Das ist eine Sache, mache ich ein paar Wochen, dann ist alles gut. Aber glaubt mir, Leute, in der heutigen Zeit mit 15 Euro in der Woche auszukommen, das ist hart. Ihr müsst überlegen, ich habe damals in der Woche knapp 40 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Nur für mich. Das ist verfressenes Kind, Alter. So, und ja. Aber es hat sich geändert, Leute. Mittlerweile achte ich auf meine Ernährung. Kann auch vielleicht wegen etwas anderem liegen, was hier rumläuft. Und sagt so, du musst abnehmen. Ich hoffe, sie guckt das jetzt hier nicht. So, wir suchen immer noch Lebkuchen. Warum ist Lebkuchen gerade so selten? Ich meine, wir werden irgendwann alle Essenzen mal irgendwie brauchen, aber Lebkuchen möchte ich gerade doch schon haben, dass wir vorankommen. Und was ist das für eine Aussage? Wubatz! Graben? Graben? Okay, sie lacht nur. Sie sagt nicht immer Wubatz. Vielleicht jetzt wieder? Mal gucken. Wubatz! Ja, Mann. Warum auch immer. Haben wir einen wunderschönen Partnernamen. Die Sim-Sprache ist eh eine ganz komische Sprache. Wer das mal eingesprochen hat. Vor allem, wie das ja klingen muss, ja. Ich hab ein Synchronstimmenangebot für dich. Ja, ich sprich mal irgendwas, was keine Sau versteht. Ja, Wubatz und so. So, wir sollen, glaube ich, nur 12 haben, aber ich nehme mal sicherheitshalber noch ein paar mit. Alte, My Sims-Veteran-Strategie. Ja. Dass man da hingeht und sagt von wegen, man nimmt einfach ein paar mehr Teile mit, die man dann verarbeiten kann. Wir haben Kuchen ganz viel. Und wir haben Speck. Und einen Baum, der immer in die Kamera reingeht. Hallo?
Mir fällt gerade so ein, ich habe bei der Umfrage ja so einen Witz gemacht, dass, weil meine Pokémon-Projekte dauern immer an die 3 Jahre. Ich glaube, Pokémon X und Y damals hat 2014 begonnen und hat 2016 erst geendet. Und 2016 hat Omega Rubin begonnen und 2019 hat es geendet. Hat ja gestern geendet mit dem letzten Part. Und jetzt, wenn ich mal so zurück überlege, Dankeschön. Ja, machen wir auf die 20 voll. Wenn ich das mal so überlege, My Sims ist auch schon 3 Jahre alt. Ich habe das Projekt vor über 3 Jahren gestartet und habe es einfach nie weitergeführt, weil irgendwie mir die Lust vergangen ist. Aber jetzt gerade habe ich echt, also jetzt, wo ich es wieder spiele, ich weiß schon, warum es Spaß macht irgendwo. Yes! Dieses Glücksspiel. Minispiel. Glücksspiel. Ja, Leute? Ich bin abhängig vom Graben. Graben nach Lebkuchen. Und aus irgendeinem Grund richtig schnell laufen. Alter, was ist das? War das schon immer so schnell am Laufen? Das ist komisch. Nein, darauf fall ich nicht rein. Die Kamera immer falsch rum ist, ne? Ah, stimmt. Geil. Oh mein Gott, sicke Dance Moves. Einen Moment. Ja, Mann. Ja, wir brauchen eine bessere Kameraperspektive. Fucking Baum. So, so müssen wir machen. Ja, Mann. Sie danced ab, aber was ist los mit ihr? Das war schlecht, ich zeig dir, wie es geht. Ja, ich mach den Macarena, wie es aussieht. Und hier ist der einzige Tanz, den ich kann, aus irgendeinem Grund. Ey, ich bin so inspirierend. Hallo, du darfst auch was anderes machen. Sind meine Tanzmoves nicht so gut? Ach Gott. Oh mein Gott. Ich leg los. Okay. Was? Gino, was tust du da? Gino Tortolino, was tust du da? Er macht mit, er macht auch den Macarena. Ey, das ist geklauter Tanzstil! Artikel 13 und so, ich geh weg. Pfui Deibel, klaut hier meinen Stil. So, Werkstatt. Bauen wir mal was. An Aufgabe arbeiten. Kümmern wir uns... Oh, yeah. Aber ich werde es ein bisschen anders machen. Ich habe, glaube ich, damals im Projekt habe ich so einen Trick gemacht, wie man so 4 Arcade-Automaten an den Ecken machen kann und in der Mitte ist so ein Platz frei, um einfach da was reinzubauen, um halt die Täuschung aufzumachen, weil die Teile reichen irgendwann nicht aus. Victor will irgendwann 3 Automaten haben, und dann sitzen wir da und haben natürlich nicht viele Teile, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile. So, wir sollen natürlich 10, kann ich das auch irgendwie so blättern? Das, warte, so? Nein, das war drehen. Ah, so blätter ich, okay. Und hier zum Beispiel. 1, 2, 3, wie ging das nochmal? 4, 5, ah, linke Maus, das ist okay. 6, 7, und neue Teile, die glitzern. Daran erkennen wir, dass die neu sind. Und 8. So. Das wäre jetzt, wäre natürlich der Spielautomat so, wie man ihn haben möchte. Ne? Jetzt bin ich da hingegangen, natürlich als kleiner Maser. Und hab gedacht, von wegen, Alter, ich setze mich einfach da hin und hau zum Beispiel so welche Teile daran. Ne? Als sage von wegen, dass sie irgendwie miteinander verbunden sind an den Seiten. Ja? Das würde mir dann halt Platz geben, halt ein bisschen zu kombinieren. Aber wir werden das diesmal nicht so machen, denn es wäre einfach das, was ich schon mal gemacht habe. Wir werden kreativer sein. Ja? Wir werden kreativer sein. Und zwar werde ich versuchen... Warte mal, wie groß ist das Teil? Das ist zu groß, ne? Ja. Aber nochmal Folgendes. Wir tun auf jeden Fall hier einmal, damit die Leute was zu trinken haben, können die das so draufstellen. Ja? Keine Sachen bitte an den Automaten stellen. Ja, die verkleben immer. So. Ja. Wäre so ein Getränkeplatz.
Die Frage ist natürlich, wie machen wir es jetzt so? Ich bin in Überlegung, halt hier hinter so einem Videospiel dann dran zu stellen, ne? Dass man halt den Platz hier mitnutzen kann, ja? Und allem drum und dran. Und so. Ja, das ist der Grundplan. Damit hätten wir eigentlich 10 Teile komplett, ne? Wir können jetzt da hingehen natürlich. Machen wir mal kurz. Farbe wählen, dann wählen wir die Videospiele. Haben natürlich hier drei verschiedene Farben, ne? Einmal dieses Muster, wir haben zwei Muster, wir haben natürlich zweimal Farben. Einmal D-Pad-Muster, Space Invaders, ich habe erst Pixel Invaders sagen wollen, aber nein, das wäre falsch gewesen. Space Invaders, schwarze Farbe, oder eher gesagt so ganz dunkles Rot oder so ein Blau. Ich möchte gerne dieses Blau haben, das passt gut zu einer Halle. Und hier nehmen wir einfach, als wenn das langgezogen wäre, nein, das nehme ich nicht. Aber wir tun so, als wenn hier so eine Dings, so eine Fläche wäre, wo die drauf spielen, ja. Und dann müssen wir natürlich erkenntlich machen, dass das hier ein Videospiel ist und machen hier so. Zack. Ich muss echt zugeben, das sieht echt scheiße aus. Was ist das eigentlich, dass das so blöd aussieht, wenn man diese Muster nutzt? Ich kann es euch echt nicht sagen. Und obendrauf, hier obendrauf sieht er ziemlich verschwommen aus. Also der Grundgedanke ist, glaube ich, klar, oder? Ne, hier so eine Felsliederfläche und so drum und dran. So, jetzt können wir natürlich da hingehen und auch sagen, von wegen, jo, wir nehmen mal hier. Hier hat jemand sein Videospiel vergessen. So. Können wir nutzen. Ja, hat schon ein bisschen mehr was, ne? Können wir da oben irgendwas dran tun? Da oben könnten wir auch irgendwas dran tun. Ja, Problem ist, ich habe in meinem Inventar noch nicht die Essenzen, die ich gerne dafür hätte. Ich weiß, dass es nämlich Grusel-Essenzen gäbe. Tun wir hier so Stein hin. Ist so ein Prank. Ich würde das irgendwie noch verschönern, bitte. Könnten wir eventuell... Moment mal. Wo haben wir es? Da haben wir es. Könnten wir eventuell so machen. Und dann drehen wir es hier so um. Und nein, das setzen wir nicht. Das setzen wir gerade zu Ende. War das der hier? Nein, das waren die beiden hohen, ne? Aber die beiden hohen hier. Die hier. Er ist schon. Der Automat ist größer als gedacht. Ja. Wenn wir das Muster weiterführen, dann hätte das viel mehr was, als wenn wir das... Es ist einfach auf den Kopf gesetzt, das Muster. Ich sehe es gerade. Aber egal. Dazu sagen wir, und hier ist dasselbe, okay. Und hier setzen wir nochmal die Farbe rein. So. Und schon haben wir einen viel besseren Automaten. Ja, das hat viel mehr Style halt. So. Ich würde sagen, so lassen wir das dann. Aber wir sollten eventuell... Und das werde ich auch noch reintun... Ja, ich neige dazu, ein bisschen kreativer zu bauen. Wir müssen ein bisschen kreativer denken. Also, es soll ein cooles Projekt sein. Ist das hoch genug? Das Problem, was ich habe, ist, ich kann nicht erkennen. So, wir brauchen das übrigens nur eine Seite. Das hat schon seine Gründe. Fucking Symmetrie, geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, das passt. So, und dann sind wir damit fertig. Haben wir den ersten Auftrag fertig und dann gucken wir auf die Zeit und sehen, oh Gott, es ist schon 20 Minuten her, dass ich angefangen habe aufzunehmen. Geil. Das ist gut. So, mal wieder überlegen, wie man läuft. Ich habe gerade voll vergessen, wie man läuft. Die Aufnahme ist ordentlich, ich weiß es gerade nicht. Ich habe halt, wie gesagt, vieles umstellen müssen. Das heißt, eventuell mein Mikrofon ist auch falsch eingestellt. Ich hoffe, es ist richtig. Ich habe es überprüft und es war richtig. Und ja, wir gehen mal kurz die Spielehalle ab. Es ist dunkel geworden. Ey, wir gehen mal die Spielehalle ab. Wir gehen mal kurz hier zur Spielehalle und... Interessant. Es schien wohl sehr kreativ zu sein, was das angeht. Yeah, Mann! Wir sind bei Victor Vector! Da ist Victor Vector, er spielt mal wieder was. Hey, Victor! Wir sind nett. Was? Hier ist so eine Blume. Da ist er traurig. Da ist der Theodosius.
Und das Budgie. Und alle sitzen jetzt hier und zucken. Was ist los mit euch? Ich will doch nur mitspielen. Budgie der Hotel. Ja, ist klar. So. Ach, der Ladebildschirm geht aber schnell. Was ist eigentlich mit den Models hier kaputt? Das ist immer so komisch. Er hat ganz viel Grün. Strebsam. Nicht freakig. Strebsam. So, ich bin natürlich auch ein Fan, immer die Teile hier so ein bisschen umzubauen, ja. Ich zum Beispiel sage von wegen, dass wir das mal hier ein bisschen umdrehen. Dass wir das hier hin tun. Weil es einfach hier viel cooler aussehen würde. Er hat das so drangestellt. Ne? Warum hat er die Dings so drangestellt? Ich weiß es nicht. So, dann nehmen wir den Tisch. Ist eigentlich eine ziemlich coole Farbumgebung, ja? Dieses Rot und dieses Blau. Aber wir haben diese Farben noch nicht. So, und dann nehmen wir uns den Inventar und nehmen uns unseren ersten Automaten. Und den stellen wir... Ja, stellen wir doch... ein bisschen... Mal kurz überlegen. Doch, stellen wir so hin. Danke, Mann! Das wird jede Menge Zocker anlocken. Ja, vor allem... Ein Spielautomat. Die ganze Stadt wird durchdrehen. Da können wir das schon nehmen? Wir müssen erst die Figur nehmen. Tun wir ein Regal dahin. Die Figur wieder hier oben drauf. Die Schlange ebenfalls oben drauf. Ein bisschen Kreativität zeigen, ja? Ja, und von der Farbumgebung passt das alles nicht hier mit dem Scheißteil, weil diese Teile hier andere Sachen sind, die wir nicht freigestellt haben. Dafür brauchen wir erst Raketen und die haben wir noch nicht. Ist natürlich praktisch, ne? Dass wir die Raketen noch nicht haben. So, also bewundern mal dein neues Spiel. Aber bevor du machst, wir müssen noch ein Proben. Du hast Pech gehabt. Victor, geh weg! Ja, komm, Spiel. Ha! Oh mein Gott, eine Affäre. Oh, was läuft denn da zwischen den beiden? Ja, Victor schläfert das ein. Reden wir mal mit ihm. Oh nein! Heute Nacht ist das Saisonfinale oder Seasonfinale von Hyperspace Drama Quest. Und ich kann es mir nirgendwo ansehen. Geh mal in die Sportbar. Ja, ich mach dir einen Fernseher. Aber jetzt lass es auf mich bitte eine Münze einwerfen. Hey Leute, was ist falsch mit euch? Ich will zocken. Verpisst euch alle. Ich reiß dein Haus ab, wenn du dich rausschickst, Victor. Er ist asozial. Ich finde übrigens das hier cool, ja? Schade, dass man damit nichts machen kann. Aber es ist cooles Zeug hier. Und ich finde es asozial, dass er da sich jetzt festgestackt hat. Mann, geh doch da mal weg. Ich mach den Fernseher nicht, Victor. Wie viele Superhelden haben wir eigentlich? 61. Warum haben wir so viele Superhelden und so wenig Automaten? Ich weiß es nicht. Was ist mit Viola los? Ah, es ist schön, hier in Wien zu sein. Ich mag es, eine stille, dunkle Ecke zu haben, in die ich mich zurückziehen kann, wenn meine kleine Schwester mal wieder etwas abfebt. Ja, ich kann spielen. So, gucken wir, ob wir den Bug hinkriegen und dann beenden wir den Part schon. Denn man kann so machen. Und dann sollte eigentlich irgendwann mal ab und zu... Ich glaube, das klappt nicht, weil ich zu hoch gebaut habe, ne? Eigentlich? Oder ist das irgendwann mal gefixt worden? Nein, ist es nicht. Manchmal kommt Videospiel runter. Wenn man es einfach immer wieder abbricht, dann kann man hier hingehen und immer wieder so machen. So, da kommt Videospiel runter und dann kann man einfach so farmen. Ja, manchmal kommen sogar mehr runter. Ist ziemlich cool. Ja. Gut, Leute. Das heißt aber erstmal, dieser Part endet schon wieder. Ja, wir haben wieder die
die Marke geknackt. Und wieso hast du so lange gebraucht, um die Tür zu verlassen? Ich weiß es nicht. So, wir haben die Marke wieder von 20 Minuten geknackt und das heißt, wir verabschieden uns erstmal. Ich bedanke mich fürs Reinspeeden, wie es aussieht. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby.